so lame they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Hätten vielleicht daran erinnern können, dass Chloe meinte, dass sie zu Justin gehen würde. I won't let you down, Batmax. Weiß immer noch nicht, wer Justin ist. Now I just have to find Nathan's room. Scheint ein Kumpel von Chloe. Ach, jetzt sind wir in der Jungsabteilung hier? Nee, ist das nicht das Wohnheim ist für alle, oder? The Vortex Club sucks ass. Love, Ivan. Evan. Of course. Evan. That's why no shits were given. Evan rolls. Mich manchmal einfach ignorieren, glaube ich. Carter. Who needs a dorm map anyway? At least I can see that Nathan isn't in room 106 or 108. Alter Falter. Blackwell Academy Jungenwohnheim. Kein Homo. Oh Gott. Was ist das Schwein? Oh Gott, ey, ey, was ist das für ein Loch, ey? Nur schreiend hier durchrennen. Oh Gott. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Das geht doch schon wieder schief. Supermax, falls du sie noch brauchst. Nathans Zimmernummer ist 111, 111. Okay, du bist klasse, danke. Ich liebe es, wie du mein innerer Rebellen wächst. Du bist längst eine Rebellin, vertrau mir. Immer. Und sei bitte, bitte vorsichtig, okay? Na klar, ich halte dich auf dem Laufenden. Das weiß ich doch. Es ist ein bisschen niedlich, diese SMS-Smileys. Wir haben ein Foto gemacht, aber nicht hier. Irgendwo haben wir es gemacht. Oh, Kate brings it. So, room 111 is the magic number. 111. Apparently Logan missed this poster. Sicherheit geht vor. Verhüten vor Verlangen. Benutze immer Verhütung und sichere deine Zukunft. Who would steal cat pics? Wer klaut Katzenbilder? Belohnung. Am 15. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus dem Cafeteria gestohlen. Das hatten wir doch schon. Haben wir bei, im Mädchenwohnheim auch schon gesehen. Und dann haben wir auch noch die Anzeige gesehen, wer denn bitte ein Tablet mit Katzenbildern kaufen möchte. Das Ende der Gelegenheitsspieler. Tritt dem Gamer Guys bei. Wir spielen und analysieren jede Woche ein anderes Spiel. Von COD bis WoW. Von Strategie bis Shooter. Lass die Spiele beginnen. Freitags. Wechsel Media Center, 19 Uhr. Gamer Guys. Dankeschön fürs Reinschauen. Skaterboarding is not a crime. Skateboarding is not a crime! So, das ist ein Bild von Kate. Oh, Jerks. At least nobody messed with the Kate portrait. Weine, Hipster, weine. Das ist ein Schachspiel, ist ein bisschen älter, da gibt's noch Hipster. Even after Kate, nobody here learned anything about bullying. Nee. Das ist so. Our toilet paper war is mandatory in the dorms. Was für ein Moloch hier, ey. Bigfoot's got big balls. Kann mich nicht erinnern, ob ich genauso doof war als Kind. Remember, it's all good in the woods. Now, Max. This just makes me think of Kate. Lass dich nicht mobben. Wenn du das Opfer von Mobbing bist, bist du nicht allein. Schließe dich unserer monatlichen Selbsthilfegruppe und Diskussionsrunde an. Vertraulichkeit garantiert. Es ist schon echt albern, dass das halt irgendwie gefühlte 10 Meter von der Scheiße da hängt, ne? The Prescotts rule this town. Das ist Nathans Zimmer, alles klar. Bigfoot Stamp. Ach so. Sorry, Kate. Looks like one of the jocks did care about Kate. Wer ist das hier? Oh, you Bigfoots.
Die Bigfoots lassen die Erde erzittern. Entdecken sie Oregons größtes Geheimnis. Für Infos und Merchandise bigstuff@bigfootball.org. There is no unique picture of reality. Stephen Hawking. Hello, Warren's room. Warren Zimmer. Hawking and him make a good team. Poor Warren. This is the work of Nathan. He's so lucky I'm a pacifist. Los, dann geht's jetzt in des Teufels Abgrund. Entweder ist es klinisch rein oder völlig mit irgendwelchen. Okay. Alles klar. Oder er hat tausende Nachrichten irgendwo überall hingekritzelt. Oder er hat einen Beamer laufen mit. Now I need to find Nathan's phone. Or anything with clues. Wieso läuft hier der Beamer und keiner ist da? Schon ein bisschen gruselig. Was ist das? Ist das eine Krimi? Diplom? That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. Der beste Sohn der Welt. Dieses Diplom belegt, dass Nathan Prescott offiziell der beste Sohn der Welt ist. 6. Juni 2006. Die Eltern, Sean Prescott. I thought Victoria had the photo bling, but please, please, please. Haben sie die, that monochrome camera is brand new and costs about 6 grand. Bastard. Was nicht kann, muss mit Ausrüstung ausgleichen. Nein, aber das ist doch klar, dass die beiden. I really hope they were all consenting models. Dass die beiden so eine krasse Ausrüstung haben. That is so Chloe. Ey, Arschloch, wir müssen reden, oder ich erzähle allen, was du getan hast. Und dafür wirst du bezahlen. Bitte. Oh my God. Chloe. Okay. Er hat als Drohung ein Bild von sich selbst reingemacht. Whale songs? Maybe this is the only soothing thing Nathan ever hears. Schon ein bisschen. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Yes. I would be cool with having this high-tech projector. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. Hat er nicht. Damn, Nathan. That's a nice shot. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Das erinnert mich an Andy Warhol. Oh, Andy Warhol war auch eine Ausstellung, die war so zermürbend. Da habe ich als Teenie, mit der Ausbildung, mit der Klasse, mit einer Gruppe war ich da. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Auf jeden Fall war das der Punkt, wo ich Kunst verstanden habe. War so schlecht gelaunt danach. Ich war so deprimiert. Das war so schlimm. Nathan Prescott, All American Teen. Oh, All American Teen. Das war so toll. Oh man, that dickhead stole one of my selfies. Und aufgehangen. Er hat es nicht nur gestohlen, er hat es aufgehangen. Nathan likes his tortured subjects way too much. Schon alles Horrorfilme. These films all have a dark pattern. Das ist okay. Ich mag die auch, so dystopische Filme, aber es ist in seinem Kontext ein bisschen. Holy shit. Oh no. That's the gun Nathan used on Chloe. Waffenschein. Benutzeranleitung. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen. Es gibt. Also. Es ist schon irgendwie interessant. Also, es ist irgendwie klar, aber irgendwie auch lustig, dass du, wenn du mal eine Pistole kaufst, dass dann eine Benutzeranleitung ist.
I'd cry too, if I had him for a father and had to wear that suit. Oh Gott. Was? Medikamente? I don't think this prescription has helped, Nathan. Nee. Kein Handy, ne? Bis jetzt kein Handy. Computer benutzen. Nathan is way into this party. Bad sign. Was geht? An Victoria Chase von Nathan Prescott. Hey, meine Hübsche, sag mir, was du heute Abend zum Vortex anziehst, damit ich genauso stylisch und teuer gekleidet sein kann. Ich bin voll scharf drauf und sammle nachher noch fette Partygeschenke ein. Ich habe meinem Alten gesagt, er soll die Bullen fernhalten, damit wir in Ruhe feiern können. Wenn wir schon den Weltuntergang feiern, dann richtig, oder? Bastard. Now I remember why I hate you. Vortex Club. And why Kate will get justice. Oktober 2013. Kate lässt krachen. Oh man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Mach dir keine Sorgen, von Sean Prescott an Nathan Prescott. Nate, ich weiß, diese Woche war anstrengend für dich. Und deine Mutter und ich sind immer für dich da, wenn du reden willst. Lass dir einfach einen Termin geben. Oh Gott. Deine Mutter will, dass Dr. Bill nach seiner Buchtour vorbeikommt, aber für den Moment bleiben wir bei deinen Medikamenten. Während der Entwicklung von Pan Estates brauche ich einen besonnenen und ruhigen Sohn. Ich weiß, ein Prescott zu sein ist eine Last und ich werde dich Schritt für Schritt darauf vorbereiten, wie mein Vater vor mir. Es war schwer, als mein Vater mir die Augen für mein Schicksal öffnete, aber eines Tages wirst du mir danken. Mach dir keine Gedanken um Blackwell. Es wird Zeit, dass wir diese verschissene Stadt einen Einlauf verpassen. Ich will, dass du bereit bist, wenn der richtige Moment kommt. Vermassel es nicht. Sohn, dein Vater. Ich bin immer für dich bereit, falls du reden möchtest. Mach einfach einen Termin aus. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. And far away. Sorg dich nicht. Christine Prescott. Nathan Prescott. Tudo Bem aus Brasilien, kleiner Bruder. Es ist lange her, dass ich was von dir gehört habe. Also sag mir bitte, was in deinem aufregenden Schulleben in Blackwell vorgeht. Ich gebe bei all meinen Kollegen im Friedenschor an, dass mein talentierter Bruder Nate ein Vollstipendium für eine der besten Kunstschulen der Welt hat. Ich kann zwar nicht immer auf mein Handy oder meine E-Mails zugreifen, aber bitte, bitte, bitte schick mir neue Campus-Fotos, damit ich indirekt durch dein Objektiv blicken kann. Ich vermisse dich und deine Bilder. Und ja, Mutter hat mir gesagt, du steckst in Schwierigkeiten und Vater drangsaliert dich, aber du musst ihn entweder ignorieren oder dich gegen ihn auflehnen. Du weißt, ich liebe Papa, Nate, aber ich bin wegen ihm in einen Dschungel auf der anderen Seite der Welt. Er hat Macht geerbt, nicht Weisheit, und die einzige Art, gegen ihn zu gewinnen, ist dagegen zu halten. Lass dich von ihm nicht für das Vermächtnis der Familie verändern. Ende der Predigt. Du bist in der Schule, ich wollte nur, dass du dich dort zu Hause fühlst. Ich muss wieder zu den Mangroven. Ich muss wieder zu den Mangroven. Ich schicke dir gute Gedanken. Schreib mir oder ich muss dir einen Jaguar ins Wohnheim schicken. Chris. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Diätpillen? Was? Generisches Dexamin. Extreme Appetithemmer. Online erhältlich, ohne Verschreibung. 100 Pillen, $250. Extreme Appetithemmer? Online erhältlich ohne Verschreibung. Ja, Amerika so. Wow. Kiss ass much, Principal Wells. Zu den jüngsten Ereignissen. Director Wells an Nathan Prescott. Nathan, ich möchte mich für die vor kurzem geäußerten Anschuldigungen entschuldigen. Ihr Name und Ihre Zeugnisse sprechen für sich selbst. Manchmal wollen andere Schüler dies ausnutzen, um sich selbst einen Namen in Blackwell zu machen. Ich weiß, Ihr Vater war aufgebracht, aber ich versichere Ihnen, dass Sie niemals eine Waffe mit in die Schule bringen würden,
Ich möchte Sie nicht vom Unterricht ablenken und bin sicher, diese Angelegenheit wird bis Ende der Woche aus der Welt geschafft. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich immer zur Verfügung. Wir haben gesehen, dass er eine Waffe hatte. Er hat jemanden bedroht. Als wir eventuell nicht die Zeit zurückgeschraubt haben, hat er auch jemand erschossen. Schweinerei. Dieser Schreier, wir haben kein Handy gefunden. Gibt's noch was, wo wir gucken können? Hä? Jetzt ist die Mails auf dem Beamer? Ach, das ist sein Rechner, den er auf die... Wow. Okay. Let's see what Nathan hides in here. Alles klar. Da liegen seine Medikamente, die anscheinend nicht funktionieren. Die Notizen können wir nicht angucken. Computer, Anleitung, DVDs. Er hat ein Selfie von uns geklaut und das hängt er in sein Zimmer. Echt gruselig. Hat Spuren. What the hell are all those marks on the floor? Die Couch hat er verschoben. Können wir das Sofa? Sofa. Sofa bewegen. Let's find out what you're hiding. Was ist das? Oh yes, little phone. You are mine now. Er hat sein Handy an die Rückseite seines Sofas geklebt. Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Well, before Nathan comes back. In welcher Ebene sind wir denn hier unterwegs? Ich habe jedes Mal Angst, wenn wir die Tür aufmachen, dass die Person einfach vor der Tür steht. Wir haben Nathans Telefon. Also er hat das an die Rückseite seines Sofas geklebt. Chloe! Psst. Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. What are you doing in my dorm? In mein Wohnheim? You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me ho. Max, I got this. Get the fuck out of my face. You are so fucking dead! Get off me, bro! Ich möchte eigentlich Warren nicht aufhalten. Das hat Nathan schon irgendwie verdient. Ich hab Angst, dass wenn wir Warren aufhalten, Nathan an die Waffe rankommt und dann endet's richtig übel. Halten uns raus. Das. You like to hurt people, huh? Like Max? Like Kate? Like me? Huh? Feel this, motherfucker! Ist auf jeden Fall verdient. Get off me! Please! Jetzt ist gut. Please stop! He's down! Hey, come on! Stop! Sorry. Mann, das tut dir nicht leid. Who's the bitch now? Chloe. Damn, Warren went full alpha on Nathan. And it was good. Voll das Alpha Männchen raus. Scary. Können wir uns nicht nochmal mit ihm. Shit, man. Wollen wir nicht. This really hurts. Alter, der hat die anderen verprügelt. Und Drogen. Und mit einer Waffe. Genau was. Damn, that was intense. Warren, thank you so much. For what? For beating the shit out of Nathan Prescott? Dude, you rule. I don't know. I kind of went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. Man dir das so nicht erzählt. Gone? Nee, hat man I dir das nicht stick gesagt? With you guys, just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet.
So maybe you better, Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. Ich fühle mich sehr dominant. Nein, das hat er nicht gesagt. Er fühlt sich sehr alpha. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Oh, das ahnt, ja, artet doch schon wieder in irgendwas aus. Steht ja bei den toten Wahlen. In meiner Vorstellung muss das echt stinken und irgendwie muss das doch weggeräumt werden. God, I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole is gonna help us find Rachel. Or what? You'll actually shoot him? Chloe, do not count on my rewind. Seriously. Obviously, I'm not counting on you. That's why I have a gun. And I might even save you someday. About time. I am so going to hit you. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So let's play this cool, okay? Just pay Frank his money, and then we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Ich schon fast da. Dann ziehen wir das jetzt noch durch. Frank doesn't need tinted windows when they're this dirty. Wie? Die sind dreckig. Da hat das Bretter von innen drin. War Pappe. Can't see inside with this shit blocking the view. This is where Frank ponders his existence and gets drunk. Take the trash out sometime, dude. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, or bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? Oh, why thank you. That wasn't so hard now, was it? And let's not do any more business again. Now, if you excuse me. Frank? Could we ask you a couple quick questions? You have some serious lady balls. No. Jesus, okay. Okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No. You don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want?
just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? So short. You don't get it, man. This is for a good cause. No, man, I do not get it. Especially from a weirdo like you. You know, I hate the way you talk to me like you know more than I do. No, I'm not. Christ, I hate you, Blackwell shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. Oh yeah, you didn't come here to fight. A day after, you pulled a fucking gun on me. I am so sorry about that. It might be the dumbest thing I've ever done. And I've done a lot of dumb things this week. Finally, I believe you. But don't ever aim a gun at anybody unless you intend to kill. Although you don't look like you could kill a bug. I try not to. And I never would have pulled the trigger. I was just... Dude, she was scared, all right? You pulled your blade on me. We were all freaked out. Now we're all cool. Please? Okay. We're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. That's a ninny gob for. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Gerettete Hunde? Of course I do. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. No, all right, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. That's how I came to own Pompidou. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes. We're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now. Especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Frank, you knew Rachel almost better than anybody. And you know more than us. Together, we could find her. Do you have anything to lose? When Rachel vanished, I pretty much lost everything. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh anymore. We can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Well, if there's a chance in hell you two dorks can find Rachel, yeah, I'll take it. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Vielleicht, weil wir ihm schon mal einen Knochen gegeben haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Er hat die Pistole zurückgegeben. Thank you. Yeah, thanks, Frank. Seriously. It's hard to take you characters seriously, but I want to. Good luck. Boah. Das hätte auch schief gehen können. That was cool. Frank gave up the code to help us. Rachel must have seen something good in him. Schnell. So, jetzt brauchen wir eine schöne Pause. Strand verlassen, das ist ein gutes Zeichen.